Neben Fischen und Pflanzen findet sich in jedem meiner Aquaponiksysteme ein weiteres Tier, und zwar die Wasserschnecke. Und damit guten Tag und hallo zusammen hier bei Lukas macht den Fisch. Ich muss sagen, ich bin Fan. Ich bin Fan von Wasserschnecken. Ich bin richtig fasziniert von Wasserschnecken. Und meine Lieblingsschnecke ist die heimische Posthornschnecke. Und genau diese ist bei mir fester Bestandteil der Aquaponik. Doch was ist jetzt genau der Vorteil von Schnecken in der Aquaponik? Für mich gibt es mindestens vier Vorteile. Erstens, Schnecken fressen Futterreste. Indem sie Reste vertilgen, die Fische und andere Bewohner meiner Anlage nicht gefressen haben, sind die Schnecken wichtig für die Gesundheit im System. Gerade Futterreste, die auf dem Bodengrund liegen bleiben würden, die würden sich negativ auf die Wasserqualität auswirken. Übrigens, falls euch dieses Video gefällt, lasst doch ein Like da und abonniert meinen Kanal. Aber jetzt zum zweiten Grund für Schnecken in der Aquaponik. Schnecken halten Algen im Zaum. Schnecken fressen nämlich sehr gerne Algen und sorgen so dafür, dass die Algen nicht überhand nehmen in unserem System. Gerade wenn man einige Schnecken einsetzt, ist der Effekt sehr gut sichtbar, denn sie ziehen so abgefressene Bahnen hinter sich her durch das Fischbecken. Drittens, Schnecken fressen abgestorbene Pflanzenteile. Posthornschnecken haben sich unter anderem auf abgestorbene Pflanzenteile spezialisiert. Gerade wenn wir auch Wasserpflanzen in der Aquaponikanlage haben oder wenn Pflanzenteile vom Pflanzbeet ins Fischbecken fallen, helfen die Schnecken, diesen Bioabfall zu verwerten. Und viertens, auch wenn wir es nicht hoffen wollen, Schnecken fressen verendete Tiere. Stirbt einmal ein Fisch und man entdeckt ihn vielleicht nicht sofort oder vielleicht liegt er an einem schwer zugänglichen Ort in der Aquaponikanlage, dann kann das zum Problem werden. Der Fisch beginnt zu verrotten und kann die Wasserqualität negativ beeinflussen. Schnecken kümmern sich im Normalfall sofort um ein totes Tier und beginnen es zu fressen. Natürlich sollte man dennoch größere tote Fische möglichst bald aus der Anlage entnehmen. Der lateinische Name der Posthornschnecke lautet Planoparius corneus. Das Haus der Schnecke sieht aus wie ein Posthorn, deshalb ihr Name. Sie kann eine Größe von bis zu 4 cm erreichen, wobei die normalen Exemplare oftmals etwas kleiner sind. Die Posthornschnecke gehört zu den Wasserlungenschnecken. Ihr Häuschen besteht normalerweise aus ungefähr 5 Windungen und ihre Farbe geht von rötlich bis schwarz. Die Posthornschnecke ist in der Aquaristik ziemlich beliebt und dementsprechend bekannt. Es gibt sie in verschiedenen Zuchtformen und auch in verschiedenen Farben. Ich aber bevorzuge, wie schon gesagt, die klassische Posthornschnecke, die bräunlich oder rötlich ist. Auch die ist im Aquarienfachhandel problemlos zu bekommen und die übersteht auch einen Posttransport ziemlich gut. Die Posthornschnecke vermehrt sich wie die meisten Schnecken zwittrig und sie tut das ausgiebig und gerne. Die Eierpakete sieht man als Flecken mit einem Durchmesser von 1 bis 2 cm meistens am Fischbeckenrand. Die Schnecke steigt etwas Richtung Wasseroberfläche, um dort die Eier abzulegen. Und dann noch ein kleiner Funfact: Als einzige der europäischen Schneckenarten besitzt die Posthornschnecke, wie wir Menschen, als Blutfarbstoff Hämoglobin und hat deshalb rot gefärbtes Blut. Wenn man aus Versehen mal eine zerdrückt, dann gibt es einen roten Fleck. Ich persönlich empfehle mindestens ein gutes Dutzend Schnecken pro 1000 Liter Fischbecken einzusetzen. Auch wenn die Schnecken für Fische in Normalgröße zu groß sind, um sie zu fressen, so lieben gerade die Schleien den Laich der Schnecken. Bei mir finden sich deshalb kleine Schnecken ausschließlich im Biofilter. Denn dort wird der Laich reingespült und dort entwickeln sich dann die Schnecken ohne Fressfeinde. Es lohnt sich also ab und zu im Biofilter mal nachzuschauen, ob es da Schneckennachwuchs gegeben hat und diesen Nachwuchs allfällig dann ins Fischbecken zu setzen. Wenn die Schnecken sterben, dann verfärbt sich ihr Häuschen ganz weiß. Ich belasse sie jeweils im Becken, weil ich die eigentlich noch hübsch finde. Nun interessieren mich aber eure Erfahrungen mit Schnecken in der Aquaponik. Auf welche Arten setzt ihr? Habt ihr überhaupt Schnecken im System? Falls ihr weitere Fragen, Anregungen oder Anmerkungen habt, dann bin ich sehr gespannt. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.